Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt den Step-Deck-Trailer an von den Modder oder beziehungsweise den Modern, musste man ja sagen. 812 Farmer, ja. Brain Dad 4554, Winston 9587, Papa Smurf Modding, Expetten Disabled Modding und Alpha Al 6945. Könnt ihr alles nochmal auf unserer Homepage, wo ihr es auch downloaden könnt, nachlesen. Standard-Setup 44.587 Euro in der Anschaffung, 2.273 Euro im Leasing. Was ist das? Der Step-Deck-Trailer ist ein neuer Trailer, mit dem man Dinger transportieren oder aufladen kann mit UAL, also sprich mit Autoload-Skript. Ihr könnt die Hauptfarbe ändern in sämtlichen Variationen, auch hier pink, aber ihr werdet in der Hölle schmoren, wenn ihr das macht. Und der Modder selber schreibt halt Step-Deck-Trailer mit Autoload. Hinweis, Autoload ist halt noch in der Beta-Phase und kann noch Fehler verursachen. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Ich habe das ganze Ding mal hier gekauft. Ne, man sieht hier Aufkleber bzw. Hinweise, die man auch an sich alle erkennen kann, wenn man näher rankommen würde. Ansonsten hier Road, Butte, Butz oder whatever. Ist halt so ein typischer Ami-Auflieger, muss man wirklich dazu sagen. Steht ja auch da, Indiana hier. 812 Farmer, gut, das ist der Modder, Semi-Trailer. Hinten die Lichtanlage, typisch amerikanisch halt. Ansonsten hier Holz-Alu-Gemisch, nenne ich es mal. Ne? Das ist Holz, das ist Alu. Hier, das passt. Und ja, LKW unten drunter oder halt ein Dolly unten drunter und dann mit dem Traktor, je nachdem, wie ihr das halt haben wollt. Funktionalität in dem Fall, Lichtanlage funktioniert, ist aber halt auch typisch amerikanisch gehalten. In dem Fall, ne, seht ihr, alles rot, die Blinker sind rot, links, rechts, halt ein typischer Ami. Ansonsten habt ihr jetzt ja hier neue Funktionen, ne? Mit U startet ihr den UAL-Modus und schaltet ihn auch wieder aus. Mit Y könnt ihr wählen, was ihr drauf transportieren wollt. Pellets, quadratische Ballen, HD-Ballen, 1,3, 1,4, 1,5, 1,8 Meter Rundballen. Missionspaletten, Holzpaletten, Karton Rounds, was das so, also Karton ist Baumwolle, aber Round Baumwollrunden, keine Ahnung. Oder Baumwollmodule. Weiß auch noch nicht so gegangen. Ich glaube, das ist es eher so. Und ja, wie ihr das Ganze macht, zeige ich euch mal anhand eines Beispiels. In dem Fall nehmen wir jetzt mal hier einen quadratischen Ballen. Der muss neben euch liegen, dann müsst ihr das so einschalten. Klickt ihr U, bapp, geht's drauf. Ne? Ganz, ein ganz klassischer Fall. Wenn dann. Beispielsweise hier bei einer Palette könnt ihr sagen, schalten wir das Ganze, beziehungsweise jetzt könnt ihr das hier nicht doppelt laden, also ihr könnt jetzt nicht das und das, das geht nicht, sondern müsst das jetzt erstmal wieder abladen. Da könnt ihr das Ganze simpel machen, ihr klickt einmal auf B und habt ihr diese Gitter hier. Und diese Gitter könnt ihr jetzt mit Komma, Punkt, ne, ran und rausschieben. Das ist eine Möglichkeit. Mit J nach oben, mit K nach hinten, mit O wieder dahin. Ihr könnt das wirklich hinrücken, wie ihr wollt. Alles aufgelistet. Wenn ihr sagt, ah, jetzt hab ich mich verkeilt, Bruder, drückt ihr einfach M und da geht's wieder zurück. Wenn ihr nochmal B klickt, könnt ihr auch noch eine andere Ableiteseite auswählen. Links, hinten, rechts oder eben aus. Und wenn ihr alles habt, drückt ihr Z. Und dann könnt ihr den ganzen Spaß wieder entladen und könnt hier wieder anfangen, wieder zu B oder entladen. So, ich habe da mal für euch was vorbereitet. Und zwar hier. Ihr habt da mal ein paar Variationen, was man alles so laden kann, beziehungsweise was bis dato geht. Ne, hier diese Dünger, Flüssigdünger und Pflanzenherbizide Schutz, das gehört zur Kategorie Palette, könnt ihr laden. 18 Stück auf den Trailer über Autoload, funktioniert ohne Probleme. Hier Saatgut, Big Packs in dem Fall, auch werden als Paletten erkannt. Auch 18 Stück könnt ihr ebenfalls draufladen. Quaderballen könnt ihr 39 Stück draufladen. Und Rundballen, also die Ballen, die standardgemäß im Spiel sind, die 1,3 Meter Ballen, da passen insgesamt 40 Stück drauf. Geht auch mit Silageballen, wie ihr seht. Alles kein Problem. Es gibt immer unterschiedliche Dinge. Also hier 18, 39, 40. Der Rest, den konnte ich leider jetzt in dem Moment nicht ausprobieren und euch präsentieren, aber vielleicht werdet ihr so nett, wenn ihr das mal mit Baumwolle oder mit Baumwollmodulen, was das auch immer sein soll, oder Missionspaletten testen könnt und sagt, jo, passt, schreibt es gerne da mal in die Kommentare für die anderen Zuschauer. Fazit bis dato, Lok ist komplett sauber, habe jetzt so viele Dinger gekauft, alles versucht zu laden, was halt ging, keinerlei Fehler. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt oder bis dato, der beste
Überlade- also oder Autoload-Wagen oder Trailer in dem Fall, den es bis dato gibt. Klar, an sich für LKWs gedacht und ein Ami, aber von der Größe und von der Funktionalität her, bis dato der beste, der existiert. Deswegen definitiv Download-Grund für alle die, die auf Autoload stehen. Meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut das Däumchen raus, teilt das Video auch gerne, zeigt es euren Freunden. Und in dem Fall sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.